Drei Damen sind noch übrig. Wir schauen, von wem was war. Bitte schön. Monika mag keine Bodybuilder. Selina kann auf Kommando mit ihrem Bauch knurren. Ich freue mich jetzt schon. Und Eileen wird bei Männern mit vielen Tattoos schwach. Ich gehe mal direkt zu Selina. Ich bin so neugierig. Du kannst wirklich auf Kommando mit deinem Bauch knurren? Pass auf, das müssen wir sofort machen. Oh, kommt ihr mal kurz. Doch, ich möchte das hören. Ich möchte das hören. Dankeschön. Ich hab halt nicht so viel Talente, ne? Bitte? Ich hab sonst keine Talente. Ich finde, das ist das beste Mörder-Talent, das ich jemals gehört und gesehen habe, wahrscheinlich gehört. Ich möchte es hören. Also ich halte jetzt ein Mikro an deinen Bauch. Jetzt? Ja, sicher. Und du musst jetzt... Kann ich mich umdrehen? Kannst du auch selber halten? Umdrehen? Nee, nee. Ja, ich muss nur kurz. Nee, so. Mit dem Bauch, nicht mit dem Bauch. Ich weiß, ich muss mich konzentrieren. Das kann ich auch. Das kann jeder. Ja, mach mal. Oh, jetzt bin ich aufgeregt. Ja. Oh, das ist echt peinlich. Geh schon nach vorne. Das ist echt halt peinlich. Halt mal das Mikro an deinen Bauch. Ich find's geil. Ja, ich spüre es, aber man hört's nicht. Ach so. Ja. Ach, du kannst es nur spüren. Nein, man hört das auch, aber das ist zu leise. Man hört es, das man hört es. Aber so, mach nochmal, versuch nochmal. Versuch nochmal. Ich habe Hunger. Okay, so kann ich's nicht. Du hast versucht. Aber jetzt aber du kannst ich echt es wirklich. Hunger. Ich kann es wirklich. Kannst du knurren? Ja. Monika, du magst Bodybuilder, hast du gesagt. Nicht. Nicht. Was sagst du jetzt? Ja, definitiv bist du kein Bodybuilder, nein. Findest du ihn toll? Ja. Na. Dankeschön. Siehste. Kommen wir zur Runde 3. Hier sind 3 Eigenschaften. Hat sich selbst Microneedling beigebracht. Sie kann ihre Träume bewusst steuern. Hatte schon Sex in der Sauna. Sex in der Sauna hatte ich persönlich noch nicht. Das passt doch ganz gut, da kannst du jetzt zeigen, wie es geht. Ja. Hat sich selbst Microneedling beigebracht. Also es ist eine Schönheitsbehandlung, nehme ich mal an, die man auch selber machen kann. Wie stehst du denn zu Schönheits-OPs generell? Ich mag es gern natürlich. Ja, also, und wenn man es nicht sieht, so ein bisschen... Ich bin selbst voll tätowiert. Das ist, ist ein kleiner Widerspruch. Ja, ja. Ist unglaublich natürlich. Aber ja. So, ich mag es, wenn die Frau sich natürlich gibt. Also ich habe jetzt kein Problem mit Schönheits-OPs, habe ich nicht. Ja? Aber ich mag es halt natürlich. Sie kann ihre Träume bewusst steuern. Finde ich cool, da habe ich aber ein bisschen Angst, dass sie Wovor dann irgendwo hast du denn wieder Angst? Meine Träume dann irgendwie... wie soll das denn gehen? Weiß ich nicht. Sie kann sich selbst beeinflussen. Richtig, sich selbst. Ja, wie soll es denn mit dir? Bist du so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat sie irgendwelche mächtige Kräfte. Ja, bestimmt, ja, ja. Deswegen, das macht mir so ein bisschen Angst. Natürlich, hatte schon Sex in der Sauna. Wer von den dreien ist die Hexe? Das müssen wir jetzt rauskriegen. Richtig. Ja, das ist, ja, ja. Also das Erste. Mikro-Needling. Du machst mich fertig. Hast ja. Du machst mich wirklich fertig. Nein, du sollst... Nein! Wir müssen erst mal gucken, wer es ist. Aha. Ja. Okay, Mikro-Needling. Wir lösen auf! Monika! Monika! Als die Kosmetikstudio geschlossen hatten, über ein Jahr, habe ich dann einfach so ein Gerät habe ich gekauft, was ja auch für jemand für ja. Zu Hause zu ja. Bedienen ist. Ja, ja, ja. Alles mit Anleitung, genau. Habe auch bei Freundinnen das einfach gemacht. Ja. Nee, das ist ganz okay. Sehr Sorry. Gut. Monika? Ja, alles gut. Ich habe alles gegeben. Okay, ja, er hat danke. Sich entschieden. Dann fliege ich jetzt. Jetzt darfst du an den Buzzer gehen. Irgendwelche letzten Worte? Nein, ich fliege jetzt Oh ab. Gott, es geht schon los. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Zwei Damen sind noch übrig. Zwei Geschichten, zwei Eigenschaften auch. Wir lösen auf. Jawohl. Selina kann ihre Träume bewusst steuern. Eileen hatte schon Sex in der Sauna. Ich gehe mal hin. Selina. Er
hat panische Angst, dass du seine Träume steuern kannst. Nein. Quatsch, oder? Nein, das geht nicht. Kannst deine eigenen Träume steuern. Ja, auch nicht immer, aber man kann das tatsächlich auch trainieren und erlernen. Und ist das auch, also ich meine, kann man sich da auch, du weißt schon? Also kann man auch... Was? Orgasmus kriegen im Traum? Wolltest du darauf hinaus? Oder ja, nö, aber jetzt immer. Geil. Nein? Also Selina, bei euch Männern ist das sowieso anders. Und das hat auch was mit Träumen zu tun, tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wovon du sprichst. Ja, aber, aber ich wollte gar nicht auf das Thema. Aber wirklich, das geht auch? Also du kannst ja. Das, ja? Ja. Wie nennt sich das? Hat doch einen bestimmten Begriff. Ne? Wenn man das nennt sich luzide Träume. Luzide Träume, ja, genau. Meine Damen und Herren, freut mich, dass Sie eingeschaltet haben bei meiner neuen Show. Mein Name ist Erich von Däniken. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ist sehr schön. Wow! Naja, da brauchen wir eigentlich nichts mehr erklären, oder? Ich meine, da, wo es passiert, frei im Kopf, frei mit deinem Körper, ja, da passiert es eben, oder? Ja, da passiert es, ne? Ist einfach so passiert. Ist aber jetzt kein Fetisch. Du sagst, du musst unbedingt mal in die Sauna oder so. Nein, du bist doch offen für alles, was so passiert. Ja, finde ich gut. Doch gut. So, mein Lieber, hast du vielleicht jetzt schon einen Favoriten, ohne es direkt zu sagen vielleicht? Ja. Ja, hast du? Ja, direkt verliebt, wo sie reingekommen ist. Wirklich? Immer extrem. Noch da? Ja, ja. Also das, was du am Anfang sagtest, der Favorit, extrem verliebt, sofort, ist noch da? Hm? Wirklich? Ja. Wow, das finde ich aber jetzt spannend. Jetzt danach gleich direkt bewerben bei Powerwars. Super, mach weiter. Der Mann bleibt hier, das finde ich ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Finale. Ja. Kommen wir zur vierten Runde. Die zwei letzten Eigenschaften. War 8 Jahre bei der Bundeswehr. Will keine Kinder, um ihre Figur nicht zu ruinieren. Die beiden Sachen zum Schluss, das ist schwierig. Extrem. Extrem schwierig. Ja. Eine der beiden war 8 Jahre bei der Bundeswehr, die andere... Also sehen beide sehr, sehr sportlich aus. Ich könnte es... Ja. Eine will keine Kinder. Willst du Kinder? Aktuell nicht, aber vielleicht so in 20 Jahren schon. Aber in 20 Jahren ist die Figur auch völlig egal. Ja, eigentlich schon. Also ich mag Kinder, will aktuell jetzt noch keine. Haben wir verstanden? Ich bin noch zweimal Onkel. Bist du mal fühlt Onkel? Sich gut an, ja. Ja. Deswegen war 8 Jahre bei der Bundeswehr, geht leider raus. Wirklich? Ja. Warum 8 Jahre bei der Bundeswehr? Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Hast du Angst, dass sie nachts die Knarre rausholt und sagt so? Zum Beispiel. Mein Freund. Oder. Aber hör mal. Aufstehen, 8 Uhr. Ey, das ist doch was für dich. Rollenspiel. Sie ist quasi Polizistin. Bundeswehr. Ist doch super. Steh auf! Ja. Hast auch recht. Ne? War 8 Jahre bei der Bundeswehr. Geht raus. Gut, wir loggen es ein. War 8 Jahre bei der Bundeswehr. Okidok. Wir lösen auf. Selina war 8 Jahre bei der Bundeswehr. Selina, du warst bei der Marine, ist das richtig? 2 Jahre bei der Marine und 5 Jahre an Land, ja. So. Okay, wir machen es kurz. Am Schluss, die Wahl ist getroffen, die Wahl ist gefallen. Hau auf den Buzzer. Nein. Selina, komm gut zurück. Mach es gut. Und du hast ein Date. Jawohl. Komm mit, Raphael. Stell dich auf die Seite, Raphael. Hi. Tattoos zu Tattoos. Gerne. Ach, toll. Also es ist ja bei uns Zufall sozusagen. Geht an der Eigenschaft. Ich finde, ihr passt toll zusammen. Ja, oder? Passt Danke. Wunderbar zusammen. Wir kabeln dich kurz ab. Gut. Und wir haben für euch beide natürlich etwas vorbereitet. Ihr beide habt uns verraten, wie ihr euch das Traumdate vorstellt. Wie für euch das schönste Date überhaupt aussehen soll. Und deswegen haben wir hier 2 Umschläge. Bist du gut da rausgekommen? Ja.
Ja? Mit Hilfe. Mit Hilfe, gut. Mhm. Wir haben zwei Umschläge. Wir wissen jetzt, was ihr beim ersten Date gerne machen wolltet. Ich mache mal den ersten auf. Ich weiß nicht, was drin ist. Nein, es gibt keinen Song bei uns. Okay, das wird. Das willst du? Ihr macht nichts. Nein, du wünschst dir einen Wellness-Tag, einen gemeinsamen Wellness-Tag. Aber nicht für Sex in der Sauna. Und du hast dir gewünscht, essen und ins Kino gehen, danach ein Spaziergang. Okay, die zwei Sachen haben wir. Und sie darf entscheiden. Sie darf entscheiden, ja. Du darfst entscheiden. Deins oder seins? Mit dem Seins. Seins, essen und ins Kino, danach ein Spaziergang. Ja. Ihr habt ein Date. Ja. Aline, Raphael, wir machen alles für euch möglich. Euer Date richten wir aus. Viel Spaß dabei. Danke. Tschüss, zwei.